So, ich begrüße zu unseren Vorlesungen zur Komplexitätstheorie. Wir wollen heute eine weitere Vorlesung zu Reduktionen haben und auch zu dem Begriff dann am Ende der Vollständigkeit kommen. Was ist die Grundidee der Reduktion? Wir haben das in der letzten Vorlesung ausführlich besprochen. Wir wollen, nachdem wir Probleme in einer Komplexitätsklasse zusammengefasst hatten, nach dem, was sie für Ressourcen brauchen, um gelöst zu werden, jetzt für diese Klasse, die man nicht so richtig anfassen können, wieder so etwas wie ein paradigmatisches Problem haben. So ein Problem, worin sich, sagen wir mal, genau die Eigenschaften dieser Komplexitätsklassen irgendwie gut widerspiegeln. Und dazu müssen wir die Probleme in der Klasse sortieren können, vergleichen können. Und das gelingt uns mit diesem mit der Reduktionsmethode. Wir können also die Beziehungen zwischen den verschiedenen Elementen in einer Komplexitätsklasse, zwischen den verschiedenen Problemen, wir können die Probleme auch als Sprachen auffassen, zwischen den verschiedenen Sprachen genauer untersuchen. Und was es uns möglich wird, ist, uns geht es ja um Berechnungsschwierigkeiten, wir können irgendwie sagen, das eine Problem ist nicht schwerer als das andere Problem, wenn wir so eine Reduktion finden. Das haben wir eingeführt, haben vorgestellt, haben dann diese Bezeichnung hier, dass wir ein Problem reduzieren können. Wir hatten gesagt, wir wollen uns nur auf die, hier jetzt mal nur auf die Klassen P und NP, der in polynomialer Zeit deterministisch bzw. nicht deterministisch berechenbaren Probleme beschränken. Und dann hatten wir ja gesagt, hier bei dem Reduktionsbegriff, da kommt es darauf an, dass ich auch die Ressourcen charakterisiere, die für diesen Übersetzungsmechanismus, für diesen Reduktionsmechanismus selbst gebraucht werden. Und da hat man gesagt, bei diesem polynomial zeitbeschränkten Problem, da ist das genau logarithmischer Raum. Also, Idee war, Eingabe, wir wollen Problem A mit Problem B vergleichen. Und dazu nehmen wir eine Eingabe für Problem A her, wenden darauf eine Funktion an, die Reduktionsfunktion, und kriegen eine Eingabe für unser Problem B. Dann können wir den Mechanismus, den Lösungsmechanismus von B anwenden, den Algorithmus, und dann kriegen wir eine Antwort. Und das ist genau die gleiche Antwort, die wir gekriegt hätten, als wenn wir A bei der Eingabe X gelöst hätten. Das war diese genau dann Wenn-Beziehung. Das heißt, im Bild nochmal, das ist sehr einprägsam, dass wir hier unseren Algorithmus B, Algorithmus für unser Problem A, einfach dadurch hinkriegen, dass wir hier eine Reduktionsmechanik haben, wo eine Eingabe X für unser Problem A überführt wird in eine Eingabe Y gleich R von X. Und diese Eingabe Y gleich R von X, die geht dann in einen Algorithmus für B ein. Und heraus kommt die Antwort AX. Also ja oder nein, wir haben ja nur uns auf Entscheidungsprobleme fokussiert. Das heißt, dieses B, die Lösung von B, bietet mir dann eine Lösung von A. Das heißt, wenn ich B in so und so viele Ressourcen berechnen kann, dann kann ich auch A mit diesen Ressourcen berechnen. Wichtig ist, dass ich aufpasse, dass dieses R nicht mehr Ressourcen verbraucht als B. Dass das hier möglichst wenig Ressourcen verbraucht. Ja, dass ich das hier kontrolliere. Dann ist das eigentlich nur so ein Übersetzer. Und dann ist die eigentliche Schwierigkeit der Berechnung dann die Berechnung von B. Und auf diese Weise weiß ich halt immer, wenn ich B lösen kann mit einem bestimmten Ressourcenaufwand, dann kann ich auch A mit diesem Ressourcenaufwand lösen. Ressourcenaufwand, das war ja ein anderes Wort für Komplexitätsklasse.